Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einem Reaction-Video. Und zwar geht es heute um das JBB 2018, das erste Achtelfinale Clash Parker vs. Gotcha. Ich kenne das jetzt schon, das Battle. Ich habe aber seit dem 16. vorgehabt, jede Runde mir zusammen mit euch anzugucken, weil ich seit 2013 jedes gottverdammte Video auf dem Julians Blog-Kanal gesehen habe. Jedes Battle, bam, bam, bam. Ich verstehe sowieso nicht, warum es Leute gibt, die sich nur eine Runde angucken und die andere dann nicht. Ich verstehe es nicht, also ohne Witz, ich finde das total dumm. So, ich kann euch aber sagen, das erste Achtelfinale haut schon mal derbe in die Fresse, ja? Clash Parker gegen Gotcha. Was erwarte ich? Was habe ich davor erwartet? Davor habe ich gedacht, ja, Clash Parker wird das machen. Relativ safe. Aber es ist, kann ich euch versprechen, knapper als gedacht. So, ich fand die Quali von Clash sehr, sehr gut. Und ich weiß halt, was er kann vom BBK. Ja, ich weiß halt, dass der Zeilen schreiben kann, gute Punchlines machen kann. Und das hat man dann auch in der Illegal-Runde im 16. gesehen. Aber ich fand das Soundbild nicht so nice, ich fand die Hook nicht so nice, ich fand den Beat nicht so nice, weshalb ich mir die Runde nicht so oft angehört habe. Aber sie war einfach von Punchlines her richtig krass und deshalb wollte ich auf jeden Fall Clash Parker safe weitersehen im Achtelfinale. So, Gotcha, Quali fand ich unfassbar kacke. Also die Zeilen fand ich okay, aber die Hook und alles generell fand ich nicht so nice, die Stimmlage her fand ich nicht nice. Und ja, dann kam das Battle Gotcha vs. Stazybee. Fand ich gar nicht mal schlecht, also das Battle an sich, aber ich fand Gotchas Runde ganz okay. Aber ich finde halt, dass man da auf jeden Fall noch was dran ändern kann. Die Runden sind, by the way, ja 8 Monate alt, weil es diese lange Pause gab, aber die mussten trotzdem ihre Videos abgeben. So, ist natürlich jetzt lange her und dann erwartet man jetzt auch eine Steigerung. Viele wissen das gar nicht mit diesen 8 Monaten, aber ihr wisst dann nochmal Bescheid, dass diese Runden jetzt quasi auch brandaktuell sind. So, und da warte ich mir von beiden, also von Clash, musikalisch, ja, also musikalisch eine Steigerung und von Gotcha einfach von der Stimmlage her, weil das einfach nicht ausgereift war. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit Clash Parker an und ja, wollen wir mal gucken, wie beide abgeliefert haben. Im 16. hab ich dich schon behindert geschlagen. Jetzt wirst du von deinen Pflegern in den Ring reingetragen. Sehr geil. Ich finde, das baut schon mal direkt so eine Epicness auf. Ganz gechillt und dann kommt er. Ich hab dich im 16. behindert geschlagen. Was auch übrigens stimmt, weil er ja in Stazybees Runde als Feature-Gast war, obwohl der Feature-Gast, also der Part von Clash Parker, besser war als Stazybees gesamte Runde. Bisschen traurig, aber ist halt leider true. Kommt sehr gut und geht gut ins Ohr. Jetzt geht er ab. Ich bin gespannt. Also ich kenne es zwar schon, aber ne. Da hast du ja paar Superpfleger, lassen mich kurz aus den Augen und schon mit Luca Peters zum Fußabtreten. Nice, Mann. Mach die JBB-Veranstaltung platt, deine Technik ist gut, wenn dein Rolli eine Gangschaltung hat. Verkaufst Benzen für Klicks, lässt ihn im Regen stehen. Iva Lodbrok, der Krüppel würde Brüdern auch das Leben nehmen. Böse Zeile, es geht einfach direkt nach vorne. Beat geil, er knallt rein in den Beat. Sehr, sehr nice. Die Stimmlage geht einfach nach vorne, nicht so wie bei Illegals Runde. Also da auch schon, aber jetzt noch mehr. Einfach nice, einfach echt nicht schlecht. Und die Zeile war ganz gut. Ich glaube, dieser Typ war aus The Walking Dead und hat seine Brüder verraten. Und ja, deswegen, das passt ganz gut. Zwar hat er jetzt nicht Benson verraten, aber im Battle muss man immer ein bisschen übertreiben. Finde ich sehr, sehr gut, stimmig und weiter geht's. Video finde ich bis jetzt auch sehr, sehr nice und der Beat geht halt nach vorne. Brach dich aus dem Rolli raus, auf Hilfe kannst du lange hoffen, meine Punches sitzen, du kommst bei Benson angekrochen. Sehr nice, weil er halt hier sagt, ja, okay, das, weil Stazybee hat ja diese Angriffsfläche benutzt, dass er Krebs hat, weil er halt irgendwo so aussieht, bla bla, und man sich darüber lustig macht, bla. Was auch immer.
Finde ich ganz gut. Diese Rolli-Lines, ja, kann man machen, aber die finde ich jetzt echt gut. Seine Punches hauen ihn raus, bla bla. Und er kommt dann bei Benson angekrochen, weil er ihn aus dem Rolli getreten hat. Ist nicht schlecht. Ganz schön frech, dass du dich traust, mich zu betteln. Doch die Schminke kaschiert nicht deine Down-Syndrom-Fresse. Baller dir paar Dübel rein, doch auch wenn du sie doppelt baust, musst du deinem Schicksal ins Auge sehen, du bleibst trotzdem down. Mit Football-Lines solltest du mal lieber abhauen, denn jeden meiner Treffer wertet Julian als Touchdown. Einfach geil, wie er hier mit Down-Syndrom, also Down, unfassbar viele geile Wortspiele bringt. Finde ich sehr geil mit Touchdown, mit seinen Football-Lines, bla bla bla. Er will geile Lines bauen. Na nee, das kommt noch. Fail. Sehr geile Zeile mit dem Touchdown. Dass also jeder Punch Julian als Touchdown wertet quasi. Das finde ich sehr, sehr übertrieben und sehr, sehr nice. So, und hier merkt man einfach, dass er an der Ende einer von einem Part am Ende die besten Lines platziert. Und das zeigt einfach, dass der gute Clash Ahnung hat, was er tut und wie er schreibt. Und diese Zeile war absolut geil, ja. Weil Gotcha meinte, dass er irgendwelche, was, Krebse angelt oder so. Ich habe mir die Runde nicht allzu oft gegeben. Irgendwie sowas. Er wollte schon diese Krebsdinger-Sachen ein bisschen negieren, die er halt bei Stacey wie schon erwartet hat, die auch natürlich kam. Und hier sagt er will Meeressäure angeln. Ich will geile Lines bauen. Ich bin Gott der Punchlines. Du bist Poseidon. Also Poseidon ist halt der Gott der Meere und Poseidon. Sehr, sehr gut. Und Gott der Punchlines, ja, man weiß einfach, dass Clash Parker krasse Zeilen schreiben kann. So, jetzt kommt die Hook. Du wirst überrollt, wenn du auf meiner Strecke bleibst. Déjà-vu, da dir ein Beamer in die Fresse scheint. Guck, wie das Leben dieses Hurensohn endet. Nicht, dass du bettel mich zum Guten verändern. Mein Platz im Viertel ist sicher. Das ist keine Prognose, das ist ein Spoiler, du Pisser. Sehr geile Hook. Beim ersten Mal hören habe ich generell das Problem, dass ich Hooks meistens nicht so nice finde, aber als ich die das erste Mal gehört habe, fand ich die auch schon ganz okay, aber jetzt habe ich mir die Runde halt schon ein paar Mal gegeben und ich finde sie jetzt echt nice. Die bleibt im Kopf, finde ich. Weiß ich nicht, wieso viele was gegen diese Hook haben, aber ich finde sie auf jeden Fall nicht schlecht. Es sind zwei ganz gute Lines drin mit dem Beamer. Ist dem Beamer in die Fresse scheint, damit meint er natürlich das Auto und die Doppeldeutigkeit, weil eben in der Runde von Gotcha vs. Daisy B ein Beamer in sein Gesicht scheint, ne? Ist auf jeden Fall nicht schlecht und auch die letzte Line in der Hook. Hat er schon mal so ähnlich gegen den guten Illegal gebracht, dass bla bla bla, sein Blatt leer wie für das für sein Achtel. Sagt er jetzt halt hier, ja, das ist keine Prognose irgendwie, weil habe ich jetzt gerade, weiß ich, habe die Zeile jetzt gerade nicht im Kopf, obwohl ich die vor 10 Sekunden gehört habe. So, auf jeden Fall nicht schlecht, dass er jetzt sagt, dass er auf jeden Fall safe im Achtel ist. Also die hat sich gerade kreativ gestaltet und jetzt geht's los mit dem zweiten Part. Ist eine gute Hook. Und ich finde, dass das Video gut belichtet ist und das Video kommt ganz stimmig und auch der Beat ist echt nice. Die durchtrennten deine Nabelschnur, schnitten deine Haare kurz. Die rote Farbe ist für dein Umfeld eine Strafe nur. Die Szene mit Benson hat richtig geflasht, denn ohne Color Grading hat man den Sin City Effekt. Böse Zeile. Sin City, dieses rot-schwarze da. Sehr böse. Ich finde den Film aber auch scheiße. So. Ich habe viel davon gehört, habe mir gedacht, okay, ziehe ich mir den mal rein. So. Aber ich fand den echt nicht geil. Egal, das ist auch nebensächlich. Und davor mit der Zeile, mit den Haare kurz schneiden, geht er auch wieder schön auf die Runde davor ein, wo er gesagt hat, sie durchtrennten Garys Nabelschnur. Und das verwendet er quasi jetzt gegen ihn. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Das zeigt einfach, dass er sich mit seinem Gegner auch befasst hat und dass es nicht einfach irgendwas Gelaber ist, sondern dass er schön die Zahlen gegen ihn verwendet. Finde ich gut. Guck, wie Negan diesem Abraham den Schädel zertrümmert, sodass sich durch das Blut ein Redhead leider weiter verschlimmert. Dein Liebesleben ist auch ohne Regel gelaufen und von dem Preisgeld kannst du dir auch keine Seele erkaufen. Na, Stacey, alles klar? Nee, auch hier wieder. Wo Gotcha sagte, du kannst dir durch Geld keinen Charakter erkaufen. Und jetzt verwendet er das gegen ihn. Finde ich gut, ja. Ist jetzt zwar nicht, ich finde das puncht jetzt nicht so komplett rein, so richtig so bam, so wie die Poseidon-Line oder davor die Lines im ersten Part, aber das kann man auf jeden Fall machen. Ja. So viele
Zeit Waffen in der Runde hat auch nicht jeder. Ein paar Basies und in der Mitte steht ein Frauenschläger. Ja, die Zeile ist zum Beispiel wieder richtig nice, weil in Gotchas Video viele mit Basie waren und Basie ist ja auch ein Schläger. Ne? Und er sagt halt einfach, dass Gotcha in der Mitte steht und als Frauenschläger, also kann man jetzt auch doppeldeutig sehen, einmal Frauenschläger und halt Basie wegen Schläger. Finde ich nicht schlecht, finde ich auf jeden Fall eine ziemlich geile Line, weil viele halt, also weil halt gesagt wird, dass Gotcha Frauen schlägt. So. Wäre natürlich ehrenlos so, aber ich weiß das nicht. Ich, kein Stress, ne, Jungs? Ich steppe easy durch das Turnier wie ein Langstreckensportler. Durch deine Taten wirst du zu einem Stammzellenforscher. Willst halt Quali keine Forschung betreiben, doch du musst wissen, im Knast hast du Zeit, dich der Zellteilung zu widmen. Dich down die Lachen auch und bau alle Werte aus, denn mit Nummer 3 in Zelle 21 wurde sich ein Scherz erlaubt. Auch wieder am Ende eines Partes die krasseste Line. Ich finde, er verpackt es nur zu lang. Ja, Gotcha ist auf Bewährung oder muss irgendwie in den Knast. Also da weiß ich jetzt überhaupt nicht Bescheid. Ich weiß aber irgendwie Free Gotcha, bla bla bla. Und er hat viele Anzeigen am Hals und dass er da ein bisschen Trouble hat, der gute Gotcha. Verwendet er hier gut gegen ihn, dass er im Knast ist, bla bla. Und in Zelle 21, Trisomie 21 ist damit gemeint, also Down-Syndrom. Sehr böse Zeile. Die sind einfach Lines, wo man um die Ecke denken muss. Das ist nicht einfach stumpfe Lines, die Sensor bringt. Es geht in die Fresse wie Nummernschilder. Holy shit. Diese Line. Naja, egal. Auf jeden Fall finde ich das bei Clash Parker sehr krass. Dann weiß man einfach, dass er lyrisch begabt ist. Sehr, sehr gut. Du wirst überrollt, wenn du auf meiner Strecke bleibst. Déjà-vu, da dir ein Beamer in die Fresse. Ich habe ja mit Clash Parker über Insta mal ein bisschen geschrieben, weil ich ihm halt geschickt habe, wie ich seine Runde gekauft habe. Weil ich die schon, ich will ihn da auf jeden Fall unterstützen. Das sage ich jetzt auch hier vornherein. Ich unterstütze sehr viele Künstler, indem ich ihre Sachen kaufe. Auch von Johnny jede Runde gekauft und so, alles safe. Und habe ich ein bisschen mit ihm übers Battle auch geschrieben. Ich glaube, ich frage ihn mal, wer diese Statistin im Video ist, weil ich finde die doch gar nicht mal so schlecht. Das könnte man für ein Berufsschulprojekt einplanen, diese junge, reizende Dame. Bei der Story deiner Namensgebung habe ich eine Weile lang gelacht. Die Flucht aus deiner Wohngruppe dauerte eine ganze Nacht. Als der Austauschpfleger aus England dich eingefangen hat, war sein Ausruf der Ursprung, woher du deinen Namen hast. Ist auf jeden Fall krass. Ich finde, er verpackt es ganz gut, ganz episch. Dritter Part beginnt und dann kommt das so Real Talk und dann haut er diese Zeile raus. Die ist nicht schlecht, die ist echt geil. Machen wir weiter. Die ist echt wirklich, wirklich gut. Wie in 4 Minuten deine Träume enden, Deutsch bedeutet nicht, dass ein paar Assis über Zäune rennen. Ja, okay, die finde ich, hätte man besser verpacken können. Purge bedeutet nicht, dass ein paar Assis über Zäune rennen. Ja, kann man auf jeden Fall machen, weil in Gotchas Runde ganz am Anfang, wo dieses Purge, der Purge-Sound erschienen ist, Leute über Zäune gelaufen sind. Ja, okay. Mit solchen netten Pflegern erlebst du echte Abenteuer. Tagsüber darfst du Krieg spielen und abends gibt's ein Lagerfeuer. Du kannst dich warm anziehen, wenn du den Parker siehst. Bin kein Stoffticker, wenn auf deiner Stadt ein Teppich aufs Napalm liegt. Sag, wie will mich dieser Penner hindern? Fuck, sein Kopf sieht aus wie ein gottverdammter Elfterfinger. Fuck dir deine Schnauze blutig, was für Gangster-Attitüde. Die rote Färbung seiner Fresse geht durch als Maniküre. Als ob dich Asa Akira fickt, du Hund. Wenn du Weiber fingerst, ist das eine Hinrichtung. Ja, die ist auch nicht schlecht. Und für das ACAB lassen dich die Cops in den Becher pissen. Für Fingerabdrücke schmettern sie dann deinen Kopf in das Stempelkissen. Die ist auch gut. Du willst Schlitzis ficken, das passt echt perfekt. Bitch, auch im Viertel sieht man keine Pussys wie in den Sexclips. Die finde ich auch nicht schlecht, aber hat, finde ich, keinen Gegnerbezug. Du willst Schlitzis ficken, das passt echt perfekt, Bitch. Bla bla bla. Keine Pussys wie, wie in den Sexclips, weil halt Asiaten alles zensieren, so. Also ihre Sexclips, ne? Deswegen nicht schlecht, ja. Aber hat halt nicht so Gegnerbezug, finde ich. Aber gut. Ist ganz gut. Du wirst überrollt, wenn du auf meiner Strecke bleibst.
Alter, dir ein Beamer in die Fresse. Schein, guck, wie das Leben dieses Hurensohn endet. Nicht, dass du Battle mich zum Guten verändern. Mein Platz im Viertel ist sicher. Das ist keine Prognose, das ist ein Spoiler, du Pisser. Ja, auf jeden Fall eine gute Runde. Sehr, sehr, eigentlich sogar eine echt starke Runde. Die ist echt richtig gut. Ja, wenn man sich nochmal mit der Runde befasst und so wirklich die Lyrics hier auch durchliest, also anhört und wirklich drauf achtet und eben auch die Doppeldeutigkeit versteht, ja, weil er viele um die Ecke denkende Lines hat, das finde ich einfach krass. Dann ist die Runde wirklich ziemlich, ziemlich stark. Aber ich muss sagen, der dritte Part, den fand ich am schwächsten. Obwohl der dritte ja eigentlich am stärksten sein sollte. Aber nicht schlecht, der erste Part fand ich ziemlich gut, den zweiten fand ich auch gut, aber die mit diesen rote Haare-Lines, ist okay. Aber auch wieder hier eine Steigerung zu erkennen. Musikalisch finde ich das nice. Die Hook finde ich gut. Video finde ich nice. Der Beat geht nach vorne. Er macht Bridge. Er hat eine Bridge. Das gibt es heute auch nicht so oft. Bridge. Einfach sehr nice. Und einfach die Lines sind einfach um die Ecke denken. Und wenn man dann wirklich die checkt, so, dann punchen die auch echt. Die punchen ganz gut. So, okay. Fand die Runde wirklich ziemlich, ziemlich stark. Muss Gotcha schon einiges machen, um dieses Niveau auch beizubehalten. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Gotchas Runde. Beat fängt schon mal böse an. Man weiß einfach, dass es gleich in die Fresse geht. Der kleine Clash macht auf hart, will mit Klingen abstechen, doch dein einziger Gesetzesbruch war illegal betteln und... Ja, okay, die finde ich jetzt... Ich finde, viele finden die zu krass. Ich finde die nicht so nice, betteln. Das kennt man übrigens schon, by the way, also 1 Million Mal, aber dafür ist halt nochmal die Doppeldeutigkeit, also fast eigentlich eine... Ja, okay, doch, die ist eigentlich doch nicht schlecht. Die ist doch nicht so schlecht, Mann. Ja, illegal battlen, weil er illegal, also sein vorherigen Gegner, der hieß illegal von Clash Parker, gebattelt hat. Illegal, ja, ich weiß nicht. Ich finde es jetzt nicht so krass. Aber, was ich hier loben will, Beat ist fett und einfach die Stimmlage ist so wie, wo er abgefuckt war im Part von Stacey B. Im dritten Part oder so. Wo er so richtig abgefuckt war, so rappt er jetzt die ganze Zeit und das war einfach nice. So, und das war halt auch die Stimmlage, die ich nice fand. Und nicht so wie in dem ersten Part, das war ja grauenvoll bei Gotchas Runde gegen Stacey B. Auf jeden Fall, man sieht, dass diese Runden halt 8 Monate her sind und das hier jetzt aktuell ist. Das ist genau das, was ich wollte. Und deine Buttermesser kann ich dir mal abziehen. Du Bitch hast da nicht aufgrund deines Videos einen Cut im Gesicht, denn ich kill den Parkaliber mit deinem Parkaliber und schick ihn in die zweite Liga, heißt für Parkaliber. Absolut krass, aber es geht ja noch weiter. Also ist wirklich eine endkrasse Zeile, wie er mit Parkaliber einfach die ganze Zeit rumspittet. Sehr, sehr nice. Du wirkst so androgyn, fast schon wie eine Ballerina. Ich geh zwar in den Bau, doch Doggy mag der Parkaliber. So, jetzt ist die Zeile vorbei. Sehr, sehr gut. Wirklich. Also das ist echt eine böse Punchline, die Julian, glaube ich, auch sehr hoch in den Himmel loben wird. Aber auch absolut zu Recht, finde ich, sehr stark. Kleine Punchline-Prinzessin, kriegst ein Jochbein gebrochen. Du bist so ein Lappen, du hilfst deiner Fotze beim Kochen. Der Seitenscheitel Johnny macht auf Rücken in den Tracks. Doch ist so ein Opfer, seine Freundin wirkt ihn beim Sex und... Eine krasse Übertreibung, aber finde ich nicht schlecht. Seine Drecksnutte, sie springt hier vom Bett zu Bett. Ficken sie mit der Großfamilie, nenn es Clash of Clans und Großfamilie, Clash of... Ja, kann man machen. Ist nicht schlecht. Ich finde es einfach krass, wie er mit dem Namen vom Clash Parker rumspielt.
finde ich wirklich nice. Du's glaubst oder nicht, sie lutscht mein Glied und klebt, denn diese Schlappe ist wie Clash Royale free to play. Auch böse. Auch echt zwei gute Zeilen. Also ich finde, die punchen jetzt nicht so richtig so bam, Alter. So richtig so. Das nicht. Aber die sind auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. So, jetzt kommt die Hook. Let's go. Sehr krass, wirklich, absolut Ohrwurm und die geht echt böse, also die geht echt böse, was das für eine Aussage, Alter. Die ist halt echt fett, so, also Gotchas Quali, die Hook fand ich echt kacke, aber dann auch gegen Stacey, lauf, lauf um dein Leben, die ist so gut, also das ist, bleibt einfach im Kopf hängen, genau wie diese hier und hier hat er sich nochmal gesteigert, wirklich, ich hatte beim ersten Mal hören Gänsehaut bei dieser Hook, die war echt, die war echt mies und damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass er jetzt so um die Ecke kommt. Und auch die letzte Zeile finde ich nicht schlecht. JPP-Ausgabe 2018. Weil Clash Parker die Runde hier aussieht. Die Runde gegen illegal auf einem H&M-Parkplatz gedreht hat. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Clash Parker, Betermann, ich zerfick den Lolli, denn idealerweise macht der Clash hier auf Johnny. Ja, idealerweise, weil Johnny ideal hieß, kann man auf jeden Fall machen, aber ich zerfick den Lolli auf Johnny, so ist glaube ich schon sehr gezweckt. Aber die Zeile ist jetzt auch nicht so krass. Und könntest du wählen zwischen Megan Fox oder Johnny Dixon, würdest du ekelhafter Johnny ficken? Ja, kann man machen, also ich finde auch, dass man Clash Parker mit Johnny vergleicht, ist kein absoluter Schwachsinn, aber doch, Clash hat noch ein bisschen was Eigenes an sich, auf jeden Fall. Also das ist kein Johnny-Abklatsch oder so, auf keinen Fall. Ich finde es geil, wie er dann der Beat weggeht, er dann sagt, würdest du ehren, was hat er gesagt, du ekelhafter Johnny ficken, und dann geht der Beat so wieder rein, das ist einfach sehr, sehr stimmig und sehr, das kommt sehr zerfickend rüber. Und auch die Zeile kommt ganz gut, wie er das betont am Ende halt, wenn der Beat weg ist. Aber die Zeile, das ist halt so, ja, okay, du sagst, ja, Megan Fox oder Johnny Dixon, würdest du ekelhafter Johnny ficken, ja. Ja, puncht jetzt nicht so übel weg, würde ich sagen. Aber ist eine gute Zeile, keine Frage, aber irgendwie ist das jetzt nicht 100% weggebumst, so. Und in den Tracks machst du Eierkopf auf harten Don, doch stehst du zitternd vor mir, nennst du dich nur noch gleich Parkinson. Die ist gut. Parker, du machst gern Palaver auf Beats, doch du reißt höchstens was auf, wenn du dein Parker ausziehst. Finde ich auch nicht schlecht. Parker ist halt so eine Jacke. Ich will verkaufen, also ich verkaufe ja auch unter anderem Jacken. Und dann sieht man halt eben auch, wenn man Parker verkauft. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Du reißt höchstens was auf, wenn du einen Parker auf... Aber irgendwie ist es auch... Okay, ja, okay, lassen wir mal so stehen. Kommt, glaube ich, auch noch sogar noch eine Zeile, wo ich das nochmal sagen möchte. Die ewige Jungfrau, guck, ich zerreiße den Spaß. Du bist falsch, Parker, doch dich und schlepp keine Bitch ab. Ist eine gute Zeile, eine echt gute Zeile tatsächlich. Aber er sagt jetzt die ewige Jungfrau. Sagt aber im ersten Part die ganze Zeit, dass er eine Freundin hat und so, weiß ich nicht. Ist dann ein bisschen, ne? Naja. Ja, ist eine gute Zeile. Ist echt eine gute Zeile. Doch du bist ein löblicher Sohn. Trägst den Adelstitel Lieblingskind auf höchstem Niveau. Hier ist Sense für dich. Hab dich gefickt in deinem Namen. Nenn den Track Avengers. Dein Parker stirbt in meinen Armen. Absolut Killer. Killerzeile. Wow. Avengers Infinity War. Ja, ne? Ihr wisst Bescheid. Also Spider-Man, bam, tot in den Armen. Ist böse. Ist böse. Echt eine richtig geile Zeile. Hatte ich auch echt Gänsehaut, Mann. Und dann kommt noch dieses Parker stirbt in meinen Armen. Stirbt in meinen Armen. Stirbt in meinen Armen. Parker stirbt in meinen Armen. Das ist echt geil. Genau wie das jetzt. Ist das so unterdrückt ist. Es baut einfach echt Atmosphäre auf diese Runde.
Jetzt wird der Beat lauter. Und jetzt geht's los. Krasse Hook, also wirklich. So, und das war die Runde von Gotcha gegen Clash Parker. Ganz wichtig ist natürlich eure Meinung und bitte auf einer sachlichen Ebene bleiben und nicht rumflamen oder so. Ich habe beide natürlich ein Like gegeben. Ich like fast jede Runde. So ohne Witz, ich like fast jeden Scheiß. Krass. Also ist auf jeden Fall eine gute Runde. Beide haben wirklich geile Runden abgeliefert. So, wen sehe ich jetzt vorne? Ich finde, das wird ein knappes Battle. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr knappes Battle. Aber ich glaube, Clash Parker schafft es ganz knapp ins Viertelfinale. Weil er halt eben solche Zeilen hat, wo man um die Ecke denken muss. Und wenn ich jetzt auch nochmal Gotchas Runde gucke, erstmal habe ich gedacht, Alter, der hat Clash Parker komplett zerfickt. Aber es ist dann noch irgendwie doch noch ein paar Zeilen dazwischen so. Die sind jetzt nicht so krass. Mit dem Adelssohn auf höchstem Niveau und so. Nee, es ist so. Nee. Das muss. Nein. Also ich finde schon. Habe ich bei Clash Parker, glaube ich, mehr gestoppt und mehr gelobt. Bei den Zahlen. Weil die eben um die Ecke denkend sind und ist er sich einfach auf die Runde bezieht davor. Und Gotcha hat quasi nur auf seinen Namen Lines gebaut, was nicht schlecht ist. Never mind. Auf gar keinen Fall. Er hat sehr böse Lines mit Parker stirbt in meinen Arm. Das ist holy shit. Parker lieber, diese Spits da die ganze Zeit. Sehr schön. Die Hook finde ich bei Gotcha auf jeden Fall auch besser. Video würde ich sagen, geht an Clash Parker. Beat finde ich von beiden echt fett und die kommen beide mächtig, bauen beide mega Atmosphäre auf. Und was halt das Geilste ist bei Gotcha, dass er wirklich jetzt noch nicht die optimale Stimmlage gefunden hat, aber auf jeden Fall die 1 Million mal besser als das Battle davor. Also das war vom Sound her nicht so schön und jetzt einfach echt böse. Es kommt halt so rüber, finde ich, dass Gotcha ihn halt eben in dieser kurzen Runde den komplett zerfickt hat, was aber finde ich nicht so ist. Das ist mehr Schein als Sein. Deswegen auch, glaube ich, die Bewertung so, aber kann ich auch verstehen so. Ich gönne beiden den Sieg, ohne Witz. Wenn Gotcha gewinnt, ist so. Gönne ich ihm, weil er echt eine starke Runde gemacht hat und mich auch überrascht hat. Damit hätte ich nicht gerechnet so. Auch nach der Quali hieß, glaube ich, so ein Kommentar hier von ihm. Nach der fragwürdigen Quali nicht zu erwarten. Richtig, guter Sound, gute Vergleiche, guter Gegnerbezug, die Hook ist krass. Ja, ich finde jetzt die guter Gegnerbezug, ja, schon so, aber halt nur auf den Namen. Ah gut, ist okay. Kann man machen. Also in 3 Minuten ist das auf jeden Fall nicht schlecht und das wirkt halt auch einfach zerfickend, weil er eben auf dem Beat gut klarkommt, die Hook böse ist. 2 Parts hat er halt gedroppt, das ist halt relativ wenig, so 3 Parts müssen eigentlich sein, finde ich. Aber gut, Entertainment macht das auch so, in 3 Minuten richtet er ultra viel Schaden an und das hat Gotcha quasi auch gemacht. Doch muss ich sagen, dass einfach die Punches von Clash besser sind, als einfach Clash lyrisch begabt ist. Das, denke ich, kann man nicht abstreiten und das merkt man einfach auch, wie er die Zeilen platziert. Hat Gotcha auch gemacht. Der letzte mit dem Clash, also Parker stirbt in meinen Armen, das war sehr gut, dass er das ganz zum Schluss hingepackt hat. Das kommt halt echt böse. Ja, aber ich glaube, Clash würde ich lieber gegen den nächsten Gegner, also Timatic oder Pacquiao, würde ich ihn, glaube ich, lieber sehen, weil ich weiß, also man weiß halt einfach, dass der ultra gute Zeilen schreiben kann. Und das könnte ja sein, dass das bei Gotcha jetzt ein Ausnahmefall war, weil davor die Zeilen halt auch nicht krass waren. In der Quali und in der Runde gegen Stacey B. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich gönne beiden den Sieg. Nicht falsch verstehen, Leute. Ohne Witz, wenn Gotcha gewinnt, dann ist es so. Dann gönne ich ihm das vom Herzen, weil er eben halt gut abgeliefert hat. Aber ich persönlich würde sagen, dass Clash leicht vorne liegt.
Eure Meinung ist jetzt gefragt. Also ich finde einfach dann halt wieder lyrisch, wenn man halt guckt, ist Clash Parker sehr begabt und finde ich, hat es somit auch verdient, im Viertelfinale zu landen. Ja, als erster Viertelfinalist. Leute, das war's von mir aus jetzt, von meiner Reaction. Ich bin dumm. Ja. Nee, keine Ahnung. Leute, in die Kommentare damit, was ihr von den beiden Runden haltet, was ihr generell vom Battle haltet. Heute kommt die Analyse. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie Julien das bewertet, ob er auch meint, dass... Ja, er hat aber, glaube ich, schon gesagt, dass Clash sehr lyrisch sehr stark ist. Ja, dann wollen wir mal abwarten. Abwarten und Tee trinken. Haut rein. Wir sehen uns bei Timetic gegen Pac Pacino wieder. Und tschö mit Ö.